herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und heute sind wir mit der neuen Straßenbahn von Dresden unterwegs, mit dem neuesten Fahrzeug mit dem Namen NGT DXDD. Und wir fahren heute auf der Linie 2 von der Innenstadt in Richtung Kleinschachwitz und zurück. Und den Fahrtverlauf könnt ihr hier auch auf der Karte sehen. Wir starten in der Innenstadt, deswegen schauen wir uns mal ganz kurz ein paar Ausschnitte von der Fahrt an. Den Rundgang zeige ich euch dann natürlich auch noch, aber das machen wir einen kleinen Schachwitz, wenn die Bahn dann leer ist natürlich. Deswegen fahren wir jetzt erstmal dahin. Wir sehen schon, uns kommen schon einige dieser neuen Fahrzeuge entgegen. Es sind nämlich schon einige im Einsatz, alle auf der Linie 2, denn nur dort können diese Fahrzeuge aktuell überhaupt eingesetzt werden. Warum das so ist, zeige ich euch gleich. Jetzt hören wir uns erstmal an, wie das Fahrzeug so klingt. So, und jetzt nähern wir uns Kleinschachwitz. Da können wir einmal schon mal reinschauen in das Fahrzeug. Wir sehen das aber gleich nochmal etwas genauer. Was macht dieses Fahrzeug nun so besonders? Das sehen wir hier schon. Wenn ihr mal schaut auf die Bahnsteigkante, dann seht ihr, dass oberhalb der Bahnsteigkante das Fahrzeug breiter wird. Denn diese Fahrzeuge sind 35 cm breiter als die bisherigen Fahrzeuge und können deswegen auch nur auf Linien mit einem Gleismittenabstand von 3 Metern eingesetzt werden. Das ist im Moment nur die Linie 2, wird später auch noch die Linie 3 und voraussichtlich auch die Linie 7 sein. Deswegen aktuell die Fahrzeuge nur auf der Linie 2. Von außen haben wir sie jetzt schon gesehen. Jetzt schauen wir uns den Innenraum noch mal etwas genauer an. Seht schon, Niederflur, Einstieg natürlich, einzelne Podeste haben wir im Fahrzeug, aber das seht ihr hier zum Beispiel, wir haben auch große, komplett niederflurige Bereiche ohne Stufen mit verschiedenen Sitzplätzen, Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen, also das Fahrzeug wirklich sehr barrierefrei. Moderne Fahrkartenautomaten gibt es auch und an einigen Plätzen gibt es sogar USB-Steckdosen. Das heißt, ihr könnt jetzt sogar in der Straßenbahn euer Handy laden. Und das ist typisch bei den Einrichtungsfahrzeugen der Dresdner Verkehrsbetriebe, haben wir hinten auch diesen schönen Panoramasitzplatz, wo man nach hinten rausgucken kann. Und da gibt es natürlich auch noch einen Behelfsfahrstand, falls das Fahrzeug mal zurückgefahren werden muss. Es sollen dann später auch noch Zweirichtungsfahrzeuge gebaut werden. Die sind allerdings noch nicht existent, das dauert noch ein wenig. Aktuell gibt es nur die Einrichtungsfahrzeuge. Hier sehen wir jetzt auch unten diesen Knick und die Tür zeigt jetzt auch optisch an, ob sie geöffnet werden kann oder nicht. Und sehr auffällig sind auch die riesengroßen Fenster, die man jetzt hier verbaut hat. Die sind wirklich extrem groß. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Zug so große Fensterscheiben gesehen wie hier in der Straßenbahn. Und jetzt fahren wir wieder zurück in Richtung Innenstadt. Nur ein kurzes Stück, nicht mehr bis ganz zurück. Aber da hören wir uns jetzt auch nochmal an, wie das Fahrzeug denn so klingt. Thank you.
Und hier sehen wir es auch nochmal, dass die Fahrzeuge eben oberhalb der Bahnsteigkante nochmal deutlich breiter werden. Der Vorteil ist, wir haben jetzt im ganzen Zug durchgehend eine 2+2 Bestuhlung. Deswegen haben wir im Zug deutlich mehr Platz für mehr Passagiere als bei den Vorgängerfahrzeugen. Also wirklich schöne Fahrzeuge, die auch optisch gut zu Dresden passen, sich ein wenig an den Vorgängerfahrzeugen orientieren, aber natürlich deutlich moderner wirken. Also insgesamt sehr gelungene Fahrzeuge, die NGT DX-DD. Das steht übrigens für Niederflurgelenktriebwagen Drehgestell 10 Achsen Typ Dresden. Und das war es damit auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann mein nächstes Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über Likes, Kommentare, Abos oder auch eingeteilten Links erfreuen. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen.